Wir räumen auf mit den Mythen der E-Mobilität. Heute Mythos Nummer 2. E-Mobile haben zu wenig Reichweite. Wenn man es vergleicht mit den Verbrennern der heutigen Zeit, die tatsächlich mit einer Tankfüllung so 800, manchmal auch 1000 Kilometer weit fahren können, dann stimmt das tatsächlich. E-Mobile haben weniger Reichweite. Aber an wie vielen Tagen im Jahr fahre ich denn 800 Kilometer, ohne dass ich laden oder tanken möchte oder kann? Der Deutsche fährt am Tag im Durchschnitt 45 Kilometer. Jetzt werdet ihr sagen, ja, ich fahre auch mal 100. Ja, auch wenn man 150 oder 200 Kilometer fährt, dann ist man der Reichweite ganz normaler Elektroautos, die heute auf dem Markt sind. Das gilt jetzt vielleicht nicht für den hier im Hintergrund, der hat so 120 Kilometer Reichweite. Aber es gibt andere Fahrzeuge, die haben 400 Kilometer Reichweite mit einer Akkuladung. Dass E-Mobile keine Reichweite mehr haben heute, das ist einfach nicht mehr richtig.